Aber es sind immer massive Eingriffe in Grundrechte, in das Eigentumsrecht, in das Recht auf Berufsausübung, in die allgemeine Handlungsfreiheit. Und ich sage, überall dort, wo garantiert werden kann, dass das Infektionsgeschehen nicht sozusagen exponentiell oder überhaupt wachsen kann, gibt es aus meiner Sicht keine Veranlassung, entsprechende Maßnahmen zu unterbinden. Nur ein kleines Beispiel. Ich kann das auch heute Abend noch nicht richtig nachvollziehen. Die Fußgängerzonen sind jedenfalls zur Stunde noch gut besucht. Ich darf in einem vollbesetzten Bus fahren, in einer vollbesetzten Bahn. Ich darf mich nur nicht abends alleine in ein Hotelzimmer legen. Ich glaube, dass die Betroffenheit bei uns extrem groß ist, weil wir immer im Nachgang waren. Wir haben die kluge Teststrategie in der Theorie gehört, aber sie nie in der Umsetzung gesehen. Die Quarantäneregeln überraschen uns immer wieder. Es kommen immer wieder neue Länder, die eine machen. Es ist sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für die betroffenen Urlauber total schwierig zu verstehen, wann mache ich was. Das führt dazu, dass der Appell der Touristik, man kann reisen, verhallt. Wir hatten früher eine klare Definition. Eine Reisewarnung hat dazu geführt, dass die Veranstalter konsequent die Gäste aus den Risikogebieten zurückgeholt haben. Da gab es kein Deuteln dran. Und das wurde dann aufgeweicht. Es wurde eine weltweite Reisewarnung erklärt und gleichzeitig gesagt, eine Reisewarnung ist ja kein Reiseverbot. Dann reist doch. Ich habe ein Hotel erlebt, in dem so gut wie nichts erlaubt war, außer sich ruhig in irgendeine Ecke zu legen. Da war alles gesperrt, was man sperren kann. Selbst das hauseigene Restaurant. Da war also Safety First, oberstes Gebot. Hat sich auch keiner beklagt. Im Gegenteil, sie haben sich daran gehalten. Also ich plädiere dafür, dass wir uns über Konzepte unterhalten, den Menschen nicht nur dauernd Angst zu machen, sondern auch wieder eine Perspektive zu geben. Wie wir lernen, mit dem Virus zu leben. Wie wir lernen, mit einem möglichst großes Maß an Normalität wiederherstellen zu können, was übrigens verfassungsrechtliche Pflicht ist. Je weiter wir kommen, desto besser sind wir in der Lage zu differenzieren. Aber solange wir das noch nicht können, müssen wir auch pauschale Maßnahmen ergreifen. Und deswegen finde ich das, was wir bisher gemacht haben, immer unter dem Wissen, das man gerade hatte, richtig. Hinterher weiß ich, wir wissen jetzt mehr und könnten besser differenzieren. Und da müssen wir vor die Lage kommen, wie das so schön heißt. Weil es am Ende natürlich Branchen trifft und besonders die Reisebranche. Wir werden in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von 80% haben. Das heißt, es bleiben noch 20%. Sie können sich als Unternehmer in der Vergangenheit aufgestellt haben, wie Sie wollen. Das verkraftet keiner. Das heißt, wir müssen hier punktuell und auskömmlich entsprechend unterstützen, um die ja in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr leistungsfähige touristische Infrastruktur zu erhalten. Von daher sind wir unheimlich ungerne Bittsteller, sondern würden gerne aus eigener Kraft heraus Dinge machen, werden aber im Prinzip durch die Kurzarbeit auch noch zu einer gewissen Bewegungslosigkeit gezwungen, weil die Flexibilität mit zum Beispiel Neueinstellung von Kompetenzen, die man jetzt vielleicht mehr bräuchte, Online-Kompetenz, gar nicht möglich sind. Die Politik steht oft vor einem Dilemma beim ersten Schritt. Es soll schnell geholfen werden, es soll unbürokratisch geholfen werden, aber auch immer zielgenau. Es soll niemand Geld bekommen, der es eigentlich nicht nötig hat. Wenn du ein ganz ausdifferenziertes Programm machst für jede Branche, für jeden Betriebstyp, das dauert. Also was wir bei den Tests, als sie dann an den Flughäfen noch geschlossen stattgefunden haben, für diese kurze Periode gesehen haben, ist, dass aus den klassischen Pauschalreisezielen die Inzidenzen geringer waren als zu dem Zeitpunkt hier in Deutschland. Deutlich geringer. Also da keine besondere Gefahr ausgegangen ist. Und darum waren wir auch so sehr irritiert, dass von prominenter politischer Seite trotzdem die Reise generell als das große Risiko für die Verbreitung der Epidemie hier proklamiert wurde. Und das hat ja bis zum heutigen Tag eigentlich auch nicht aufgehört. Für mich ist das Entscheidende trotzdem eine Impfstrategie. Ja, sie wird nicht dazu führen, dass das Virus vollkommen ausgerottet sein wird. Aber sie wird dazu führen, dass wir insgesamt das Risiko der Übertragung in einem Kreis von Menschen, in dem viele geimpft sind, deutlich verringern wird. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das relativ schnell in den nächsten Monaten jedenfalls so anläuft, dass für das Jahr 2021 sicher nicht
dieselbe Situation wie 2019 gegeben ist, aber dass es deutlich besser aussieht als 20.